Beim NSU-Prozess in München kam es in den vergangenen Tagen zu einer Zeugenvernehmung, die bereits auf einen früheren Zeitpunkt terminiert war, jedoch verschoben wurde. Nun war der Zeuge Carsten Schepanski alias V-Mann Piatto im Gerichtssaal. Fritz Burschel hat es beobachtet und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Der V-Mann Piatto ist ja eine Person, deren Aussage in München mit Spannung erwartet wurde. Zunächst zu ihm selbst. Wer ist das eigentlich, dass man gerade diesem Mann so viel Gewicht beimisst? Ja, also Piatto ist langjähriger V-Mann in den 90er Jahren des Landesamtes für Verfassungsschutz Brandenburg gewesen und war, eine der zentralen Figuren im Blood and Honor Netzwerk. Und da kommt die, sagen wir mal, für den Prozess relevante Geschichte ins Spiel, dass er Informationen gegeben hat 1998 darüber, dass aus dem Blood and Honor Netzwerk Waffen für die Untergetauchten, also für das sogenannte Kerntrio des NSU besorgt werden sollten. Und zwar über einen der Blood and Honor Fürsten damals in Sachsen. Und genau deswegen hatte der so eine hohe Brisanz. Er soll damals auch selbst angesprochen worden sein, Waffen zu besorgen, und hat es eine inzwischen berühmte SMS bekommen, in der es heißt, was ist mit dem Bums, und da soll es angeblich um Waffen gegangen sein, und um das Schicksal dieser SMS ist es unter anderem am Mittwoch gegangen. Das war alles relativ verwirrend, was da erzählt wurde, und es hat den Anschein, als hätte die betreffende Person diese SMS niemals bekommen, also in diesem Fall Schepanski selber, von dem Blood and Honor Fürsten Jan Werner aus Sachsen. Es ist nicht wirklich rekonstruierbar gewesen, wie es zu dieser SMS kam, was an dieser Aussage oder an dieser Meldung des V-Manns Piatto dran war, dass Waffen besorgt werden sollten. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass in diesen Kreisen damals über die Waffenbeschaffung geredet wurde. Die ganze Aussage von Piatto hat eigentlich wieder mal entgegen den Erwartungen nicht so irrsinnig viel zutage gefördert, wie man gehofft hatte. Das heißt, eigentlich waren die Erwartungen doch hoch, gerade durch die Verbindung zur Blood and Honor Bewegung. Also diese Erwartungen haben sich dann nicht so richtig erfüllt. Nein, überhaupt nicht. Also was diese Figur so, wie soll ich mal sagen, außergewöhnlich macht, ist, dass er in dieser Zeit bereits als V-Mann des Verfassungsschutzes Brandenburg gearbeitet hat, und die Geschichte, wie er V-Mann geworden ist, die ist nochmal im Gerichtssaal sehr weit ausgebreitet worden. Das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn. Er ist als verurteilter Gewaltverbrecher vom Landesamt in den Dienst genommen worden, hat sich selbst angeblich zur Verfügung gestellt als V-Mann. Er soll beteiligt gewesen sein. Er war beteiligt. Er ist verurteilt wegen versuchten Totschlags eines Asylsuchenden, der damals 92, am 8. Mai 92 von einer Horde Ku Klux Klan Anhängern, zu denen eben Schepanski damals gehörte, schwerst verletzt worden. Sie haben versucht, ihn anzuzünden, sie haben versucht, ihn zu ertränken, und Schepanski ist mit ziemlicher Verzögerung, zunächst wurde nicht gegen ihn ermittelt, sondern gegen einen anderen, der zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wurde, dann wurde doch die auf Drängen des Anwalts des Opfers das Verfahren gegen ihn wieder aufgenommen, und er wurde zu 8 Jahren wegen versuchten Totschlags verurteilt und angeblich aus der Untersuchungshaft heraus angeworben für den Verfassungsschutz, hat dann sehr schnell als Freigänger sehr, sehr viele Freiheiten gehabt, bekam ein eigenes Handy, wurde von seinem V-Mann-Führer herumkutschiert zu Nazi-Treffen, hat aus der Haft heraus ein Nazi-Fan-Sein herausgegeben, United Skins heißt das und hieß das, und ihm wurden also quasi als Nazi rote Teppiche ausgelegt, um mit ihm die Szene auszuhorchen. Interessant war am Mittwoch, dass er seine eigene Legende offensichtlich nicht so lückenlos drauf hatte. Er hat nämlich gesagt, er habe schon
1992, also 2 Jahre vor seiner Verurteilung, eine Postkarte an den Verfassungsschutz geschickt, einen Brief, wie er sagte, um sich aus Reue beim Verfassungsschutz anzudienen. Und das kann also alles nicht so richtig, das passt alles nicht so richtig zusammen, weil dieses Andienen beim Verfassungsschutz dann vor dem versuchten Totschlag gewesen wäre. Das würde bedeuten, dass im Grunde genommen Schepanski als V-Mann an diesem Totschlagsversuch beteiligt gewesen ist. Es ist alles relativ kompliziert, aber er hat sich ein bisschen in Widersprüche verwickelt und ansonsten sich wie alle anderen auch hinter Erinnerungslücken verschanzt. Was das jetzt für Konsequenzen haben wird und ob es irgendwelche Konsequenzen haben wird, das wird sich zeigen. Er muss nochmal kommen, denn die Befragung ist am Mittwoch abgebrochen worden, bevor die Nebenklage, die ihn ja eigentlich, die seine Vernehmung durchgesetzt hatte, überhaupt zum Fragen gekommen ist. Das heißt, wir werden ihn irgendwann, wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres, nochmal im Münchner Gerichtssaal sehen. Es gibt also noch ein paar Ungereimtheiten zu den Aussagen von Piatto. Und es war auch noch etwas anderes, ein bisschen anders als sonst. Und zwar kam Schepanski als erster Zeuge maskiert in den Zeugenstand und zwar flankiert von Sicherheitsleuten. Wie sah es denn da im Gerichtssaal aus? Saßen da potenzielle Leute auf der Tribüne, die ihm hätten gefährlich werden können? Also das würde ich jetzt erstmal verneinen. Es war rammelvoll, was schon außergewöhnlich war. Er kam rein mit Perücke und Brille und hatte sich ein Halstuch vors Gesicht gebunden. Das hat er dann allerdings bei der Vernehmung runtergenommen, das Halstuch. Die Vorgeschichte ist, dass das Innenministerium Brandenburg ihn eigentlich gar nicht aussagen lassen wollte und wenn, dann nur über Videoschaltung oder hinter einem Paravent und so weiter. Und insofern war sein Auftritt dann doch relativ unspektakulär. Er hat zwar 3 Sicherheitsleute dabei und eine Anwältin als Zeugenbeistand, aber die hat auch in die Vernehmung überhaupt nicht eingegriffen. Also insofern war das Ganze unspektakulär und er selber hat sich auch als loyalen Informationsbeschaffer dargestellt, als jemand, der, so hat er gesagt, 8 Jahre lang in der Szene aus Reue über sein Verbrechen an dem Asylsuchenden Informationen für den Verfassungsschutz beschafft hat. Also er hat die Geschichte schon auch so geschönt und so hingedreht, dass man vergessen könnte, dass er tatsächlich in dieser Zeit einer der umtriebigsten Hardcore-Neonazis der Blood and Honor Szene gewesen ist. Also das war schon ein ziemlich bizarrer Auftritt da mit seiner Perücke und seinen Sicherheitsleuten. Er ist ja 2000 als V-Mann abgeschaltet worden und ist seither in einem Zeugenschutzprogramm auf Kosten des Staates. Kein Mensch weiß, wo er ist, was er macht und so. Das ist ja logisch. Und deshalb dieser hohe Schutzaufwand angeblich. Aber wie gesagt, insgesamt eher unspektakulär. Soweit der Bericht Fritz Burschels zur Vernehmung Carsten Schepanskis im NSU-Prozess. Vielen Dank dafür, Fritz. Weiteres erfahren Sie am kommenden Freitag wieder um 7.25 Uhr. Und hier schon mal der Hinweis, am 17. Dezember von 10 bis 13 Uhr wird es hier auf dieser Frequenz wieder eine Sondersendung zum NSU-Prozess geben. Diesmal wieder aus dem Lotte-Funkhaus. Fritz, schönen Dank für deine Recherche und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Schönen Tag.